laufen jetzt aber ziemlich straight, ne? Wir müssen aber vielleicht noch außen rum. Wir haben eigentlich genug Zeit für außen rum. Aber wir haben eigentlich auch genug Zeit für querfeldein, ne? Gucken wir mal. Ich weiß nur nicht, ob querfeldein dann immer so gut funktioniert, wenn da so Berge wie das da sind, ne? Wenn ich das schon sehe, dann ahne ich ja schon, dass wir da mit dem Viech nicht gut langkommen. Ja, wir laufen mal hier. Oh, links rum. Sollten wir trotzdem noch schaffen. So oder so. Aber diese Kletteraktion bei mir, wer ab und zu schon mal reingeschaut hat, der weiß, dass das gegebenenfalls auch ewig dauert und 700 Mal länger, als wenn man einfach außen rumgelaufen wäre. Deswegen gerade jetzt hier zeitlimitiert, lassen wir das besser. Was sind das hier alles für komische Sachen, die hier so rumsitzen und rumstehen? Wiedelnden Weiden. In den wiedelnden Weiden befinden wir uns. Ich glaube, da vorne können wir gleich rechts, ne? Ist das hier? Ja. Und dann die nächste, die sich ergibt, wieder rechts. Damit wir hoffentlich in die richtige Richtung kommen. Aber das sollte ja machbar sein. Dann sind wir zwar wieder am Arsch der Welt, aber die anderen Reitdinger machen wir dann auch noch. Also hier an der Kante, also an der Grenze oben zur Schwefelsandwüste war ja auch noch eine. Vielleicht führt die zufällig auch in die Schwefelsandwüste rein. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber sie nennt sich halt irgendwie wie dieses Gebiet. Deswegen dachte ich, dass sie wahrscheinlich nicht dahin führt. Und weil ich jetzt eigentlich die erstmal von der Schwefelsandwüste alle abarbeiten wollte, würde die jetzt tatsächlich auch immer noch hinten anstehen. Ich glaube, eine haben wir noch in der Schwefelsandwüste, wenn wir mit der hier durch sind. Dass wir die dann auch irgendwann mal alle fertig haben. Oh, das ist der Weg, den wir rechts gehen müssen. Ja. Hier waren wir auch schon mal zum Questen, glaube ich, irgendwann. Oder? Kommt mir so bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Das muss nicht unbedingt was heißen, aber... Ja, guck mal, der Weg führt auf jeden Fall hoch. Ich glaube, ohne Weg wäre es mit dem Hochkommen schwierig geworden. Geht mir alle aus dem Weg. Ich meine, wir haben jetzt noch 4,5 Minuten. Das ist eigentlich viel. Würde ich mal sagen. Aber... Alter, stehst du fett? Klopfst mal nicht im Weg, Mann. Halb tote Leute stehen hier in meinem Weg. Oh, ich will da gar nicht durchlaufen. Ehrlich gesagt. Gefällt mir das nicht so gut, aber da sind wir schon. Guck mal, 4 Minuten über. Das ist doch schon mal nice. Das ging doch flotti galoppi. Hier gibt es gleich einen Reisepunkt. Den können wir sofort mitnehmen. Wo sind wir? Wir sind hier ganz unten. Und wir wollen, wir reisen mal schnell dahin, damit wir hier wegkommen. Oh, okay, wir kommen ja natürlich nicht weg, wenn die mich interrupten. Das heißt, wir müssen sie wohl einmal töten. Und ich hoffe, das schaffen wir, obwohl die sind 58. Das sollten wir ja wohl schaffen. Das ist ja low. Wir sind ja schon 65. Also ich meine, wenn wir 60 gewesen wären, wäre es vielleicht schwieriger geworden. Aber wenn ich jetzt sterbe, wäre schon ein bisschen peinlich. Okay. So, jetzt aber. Ja genau, diesen einen hier gibt es noch. Den. Und dahin reisen bitte. Was ist denn Eniad? Eniad M1 Fast Run. Da suchen Leute. Ich weiß nicht, ob das was für uns wäre. Ob das nämlich irgendwie auch was mit Mutationen zu tun hat, die wir laufen können. Das wäre schon cool. Ja, ja, ja. Ach, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir eh abmounten, wenn wir das hier ansprechen. 4 Jahreszeiten-Tour. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Empfohlene Spielerstufe haben wir schon gesehen. Er reite durch Landschaften, welche die Farben von Sommer, Winter, Herbst und Frühling tragen. Endet im Inish-Glora-Lager in Edenhain. Wieder nach Edenhain. Wow. Wo ist denn Edenhain? Bin ich doof? Edenhain? What? Uiuiui.
Hauptstadt, Halbmond. Hier. Ja gut, hier waren wir noch nicht. Vermutlich irgendwo so da. Dann haben wir auf jeden Fall auch wieder eine große Strecke vor uns. Aber nützt ja nichts. Und los geht's los. 9 Minuten, also vermeintlich kürzer als eben. Ich hoffe, wir laufen hier relativ richtig oder halbwegs richtig, sagen wir es mal so. Ich bin tatsächlich froh und überrascht, dass der Heiler immer noch da ist. Wenn wir jetzt noch einen Tank bekommen, dann ist es vielleicht... stehen die Chancen ganz gut, dass wir doch noch DDs finden, aber... zur Not, wenn wir jetzt hier diese Reitsachen durch haben, könnte ich versuchen, über den Chat da auch in irgendeine Gruppe zu kommen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die mich mitnehmen. Fast Run ist halt eigentlich so, wo ich mir denke, ja, ich habe keine Ahnung davon. Vielleicht bin ich zu schlecht dafür. Aber naja, mal sehen. Vielleicht finden wir ja doch noch Leute hier in unserer Gruppe. Dann bräuchten wir das nicht. Low-Level-People join Amrine. Take quest and join me. So, ich weiß nicht, ob ich richtig laufe, ehrlich gesagt. Doch, sieht ganz gut aus. Es gibt jedenfalls keinen anderen Weg hier hoch, von daher ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja. Aber es sind doch echt weite Strecken, habe ich das Gefühl. Also naja, naja. Saison-EP. Fürs Erkunden wahrscheinlich, ne? Okay, 3,4 Kilometer. Das ist aber noch eine ganze Ecke. Und dafür haben wir auch nur 7 Minuten. Beim ersten hatten wir auch 7 Minuten und. Da waren es aber nur 2, irgendwas, glaube ich. Mal schauen, ob wir das schaffen. Ich meine, eben bei den Elfenhalb oder was das ursprünglich waren. Ich hoffe, ich laufe recht richtig. Oh Mann, ja, wir müssen durch das ganze Gebiet durch. Da hatten wir noch 4 Minuten über. Aber mal schauen, ob das hier auch klappt. Ich glaube, in 2,5 Minuten sind wir nicht da, aber wenn wir es rechtzeitig schaffen, bin ich happy. Dann haben wir nämlich die hier in Schwefel. Ja. Oh, weiterlaufen. In der Schwefelsandwüste auch alle fertig. Das wäre schon mal nice. Dann gibt es noch dieses eine hier in Edenhain. Nein, Ebenmaß. Ebenmaß, glaube ich, hieß das. Was da direkt an der Grenze war. Das könnten wir noch machen. Und wir können vor allem auch noch die Quest machen mit Sky von Grace hier und so. Von unserem Clan. Oder wie sich das nennt. Hier das Krähennest und Krähenfüße oder wie auch immer wie sich unsere komische Vereinigung nannte. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen. Also ich meine, wir haben auch noch 7 Millionen Quests. So Nebenquests. Die könnten wir eigentlich auch noch alle mal fertig machen. Das habe ich nämlich gar nicht so als relevant gesehen bisher, dass wir irgendwelche Nebenquests machen. Aber naja. Ist er geradeaus, ja. Kurz geguckt, ob wir links abbiegen müssen, aber geradeaus besser. Geradeaus besser. Minuten noch für 2,2. Man ist ja eigentlich schon echt schnell mit diesen Reitmounts, ne? Aber es sind auch wirklich lange Strecken. Also ich schätze, es soll ein bisschen Anspruch auch haben hier vielleicht mit dem Reiten, wobei das jetzt für mich nicht unbedingt so tricky ist, weil man muss ja eigentlich, naja, nichts weiter machen oder auf nichts achten, sagen wir es mal so. Ja, warte. Ich gucke sofort. Wir nehmen alles mit. Ist mir egal, wer da kommt. Wir nehmen alle erstmal mit. Habe ich noch richtig? Ich hoffe. Ich
hoffe, aber sieht ganz gut aus. Mein Marker ist genau in diese Richtung. Verderbnis kam. Irgendwelche Schikane-Dinger hier mitten im Weg. Okay, Verderbnis vorbei, das ist gut. 1,6 haben wir immer noch. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade super langsam, aber es zählt doch noch als Weg, ja. Okay, wir müssen eigentlich nur noch auf der fetten Straße bleiben. Von daher sollte das möglich sein. Da vorne ist auch noch ein Reisepunkt, den wir noch nicht haben. Vielleicht können wir da ganz kurz einen kleinen Schlenker machen. Dass wir den einmal mitnehmen und freischalten. Der ist ja hier gleich um die Ecke. Guck mal, das ist doch... Ja, ist wie von alleine gegangen. Hat keiner gemerkt. Okay. Okay, okay, okay. Drei Minuten nur noch, das wird knapp, oder? Kommt mir so vor, als würde es knapp werden. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht abschätzen, ob es mehr Sinn macht, dass man diese Ausdauerleiste voll werden lässt und dann eine ganze Weile sprintet. Oder ob man das halt quasi gedrückt hält. Und dann immer nur wieder, wenn wir gerade mal wieder so ein paar Punkte haben, dass wir das nochmal benutzen können. Es kommt mir so vor, also wenn wir schneller sind, wenn wir das durchgehend benutzen. Also wenn wir so warten, aber manchmal vergesse ich das dann halt auch genau im richtigen Moment und dann ist es auch wieder verschwendete Energie, also... 2 Minuten 20 für 700 Meter. Hm. Oh, ich hoffe, wir schaffen das. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das schaffen. Grundstückssteuer für Immerfall ist nötig. 1,54. Es macht mich ein bisschen nervös tatsächlich, dass die Zeit gleich abgelaufen ist. Aber ich sehe schon den grünen Strahl am Himmel, also bleiben wir mal guter Dinge. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Müssen wir hier einfach runterhüpfen? Ja, ne? 1,5 Minuten. Gab es da einen Weg, den ich nicht gesehen habe? Wahrscheinlich, ne? Ja, easy. Also irgendeinen Weg gab es scheinbar, wo ich hätte abknicken müssen, abbiegen müssen. Okay. Wo war der Weg? Okay, gab es nicht. Das ist unten drunter unter der Brücke durch hier, ne? Naja, egal. So, da ist gleich ein Reisepunkt. Haben wir jetzt alle Dinger für Schwefelsandwüste fertig? Ja, der hier sieht halt irgendwie aus, als würde er noch dazugehören, aber... Geheimnisse des Herzjuwels. Aufgabe zur Herzrunden-Freischaltung. Die sollten wir vielleicht auch mal machen, ne? Können wir die irgendwie anmarkern? Fähigkeitenaufgabe? Okay, Hauseigentum. Yay, yeah, wir können in der Edenhain ein Haus kaufen. Waren wir noch nie in Edenhain? Dass wir hier noch nicht mal irgendwie Stufe 1 haben? Machen wir sammeln. Wir könnten vielleicht mal ganz kurz hier hin und uns mal diese Herzruhen-Juwelen-Dingsbums-Quest anschauen. Und ich bin sofort wieder da.
Da bin ich schon wieder. So, wir haben uns einen Marker gesetzt, ne? Haben wir gemacht. Okay, dann geht's schon weiter. Jetzt aber weit runter. Wir hätten einfach runterspringen können, ne? So, wo ist denn jetzt meine komische Herzaufgabe hier? Wir sollten oben drüber gehen, ne? Und nicht außenrum. Kommen wir da hinten hoch? Ja. Ist jetzt die Frage. Also. Das sieht nämlich aus, als wenn das hier hinter dem Bergchen wäre. Hinter dem kleinen Berg. Oh. Meine Nase kribbelt aber heute extra viel. Kommen wir da irgendwie rüber? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann müssen wir leider noch außen rumlaufen. Uiuiui. Was war da los? Tut mir leid, Wölfchen. Tut mir wirklich leid. Dann müssen wir doch außen rumlaufen. Sehr schade. Voll unnütz, der Reisepunkt dann hier direkt daneben, wenn wir dann doch da rumlaufen müssen. Aber ich würde schon sagen, das hier ist kürzer als hier ganz unten rum. Dann hätten wir aber vielleicht einen anderen Reisepunkt nehmen können, ne? Obwohl, gibt auch keinen viel besseren. Ja, die anderen sehen auch nicht viel besser aus, das stimmt. Naja. So, so. Tolugun, Tolugun. Boah, wie lahmarschig man hier ist, ne? Ohne Weg. Ich dachte, es geht schneller, wenn wir hier einmal ganz kurz hoch. Aber wahrscheinlich wäre das kleine Stück außenrum schneller gewesen, weil wir dann einfach den Boost auf dem Weg noch haben. Das ist halt echt einfach ein krasser Unterschied. So, wir müssen aber irgendwie mal, genau, noch da. Damit wir da hochkommen. Oder wäre es da auch schneller gewesen, wenn wir hier irgendwie so ein bisschen querfeld ein hoch, aber es sieht auch nach Steinwand aus hier, ne? Naja. Eh zu spät, jetzt sind wir rumgelaufen. Ich mag das nur gerne, irgendwie zu versuchen, an irgendwelchen Wänden hochzuklettern, wo wir vermeintlich nicht hochklettern können. Oder das ist so, als wäre das eine Challenge, so wie ich will es irgendwie schaffen, aber meistens geht sehr viel Zeit dabei verloren. Aber, naja. So, hier irgendwie gleich müsste das aber mal sein. Voll so weit war das doch gar nicht. Naja, kleines Stückchen. Kleines, klitzekleines Stückchen. Hier gibt es gleich einen Weg. Ist das der Weg? Das ist der Weg da vorne, ne? Ja, die Urne lassen wir da jetzt mal. Diese Herzjuwelsache haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, oder? Haben wir, glaube ich, überhaupt noch nichts von gemacht. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Aber ich schätze mal, es wird nicht schaden. Palast von Nechbet. Hallo, Anna. Was geht? Noch ein Seelenwächter hier draußen? Tja, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Würdest du unseren Brüdern nochmal helfen? Keine Sorge, das ist ein Segen für uns. Hoffentlich. Ich bin ganz Ohr. Du hast sicher gehört, dass man dem Herzjuwel eines Seelenwächters durch bestimmte Runen zusätzliche Macht verleihen kann. Ich versuche, diese Macht freizuschalten. Die Schwefelsandwüste schien mir ein guter Ausgangspunkt zu sein. Sie schien? Ist etwas schiefgelaufen? Ja. 65. Die Mauer von Nebethut erscheint vielversprechend, aber es wimmelt dort von Wächtern. Sie sind in der Überzahl. Aber du könntest hineingelangen. Suche nach allem, auf das dein Herzjuwel reagiert. Die halten aber auch immer echt viel von mir, ne? Herzrunenfertigkeit. Beschwöre eine Kanone und feuere einen mächtigen Fernschuss ab, der 100% Herzrunenschaden verursacht. Herzrunen unter Rüstwert 700 können an einer Steinmetz-Werkbank aufgewertet werden. Haben wir sowas schon? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das ist, was ist das, Herzrune? Ich
Ich weiß gar nicht, was wir damit machen können und müssen. Okay, was waren das für komische Sachen? Okay, wir haben auf jeden Fall diese Herzrunen. Ich weiß nicht, wo wir die hinpacken können, müssen, sollen. Ausrüsten. Du kannst das noch nicht ausrüsten. Warum nicht? Wo gehört das hin? Wird nach Erfüllung der Aufgabe Geheimnisse des Herzogs in der Schwefelsandwüste freigeschaltet? Sind wir hier falsch? Wir sind doch hier in der Schwefelsandwüste, ne? Dann ist das hoffentlich das. Geheimnisse des Herzogs. Dann machen wir hoffentlich genau das Richtige. Dass wir die überhaupt verwenden können. Dann ist es, glaube ich, ziemlich gut, dass wir das machen. So, reite mich geschwind. Wohin auch immer uns der Wind bringt. Okay. Hätten wir wahrscheinlich schon viel früher machen können, diese Quest, ne? Denn ich denke schon, dass man da ziemlich coole Boni von bekommt. Von diesen... Das ist ja halt ein komplett neuer Slot, den du dann nochmal nutzen kannst mit irgendwas, was tendenziell besser ist als das, was du da nicht reinpackst. Denn das ist ja überhaupt schon mal irgendwas, wo bisher gar nichts mir hilft. Ich hoffe, wir schaffen das und ich hoffe, das wird nicht so schwierig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube, das ist aber eine ganz gute Idee, wenn wir das machen. Und das ist dann ja auch so ein Questkram. Ich hoffe jedenfalls, dass da nichts Langwieriges dabei ist, wo man nicht zur Not mal sagen könnte, ich mache eben erstmal diese Inni. Stufe 65, das fällt mir nicht. Denn wenn es jetzt hier wieder in meinem Levelbereich ist, könnte es sein, dass wir sterben. 198 Meter, wieso ist denn das jetzt woanders? Okay, dann laufen wir jetzt einmal durch. Große Mauer von Nibethut. Und dann gleich rechts. Ist das hier ein Weg? Ja. Ja, normal bei den Quests kann man halt immer ganz gut dann auch mal einfach sozusagen an einem gewissen Punkt nicht weitermachen. Von daher. Denke ich, ist das eine gute Sache, wenn wir das jetzt machen. In der Hoffnung, dass wir natürlich irgendwie die Gruppe noch voll kriegen. Immerhin sind beide jetzt, also sowohl der Heiler als auch der DD, immer noch in der Gruppe, was mich... Nein! Warum tust du sowas? Bin ich jetzt ohne Mount? Kannst du mal bitte da hochklettern? Ich sehe nichts! Ich sehe weiterhin nichts. Wo müssen wir lang? Geht's da irgendwo hoch? Nee, ne? Du sollst da runter, nicht... Oh, Mann! Verarschen? Können wir nicht einfach runterfallen? Was ist denn los? Es gibt so Abgründe, da stürzt sich... Was weiß ich, wie tief. Meine Güte. Und hier will ich runter und dann geht's nicht. So, wo müssen wir denn hin überhaupt? Finde ich das hier? Laufe ich hier richtig überhaupt?